Liebe Schwestern und Brüder, hinter den Schrifttexten dieser ersten Tage auf dem Weg nach Ostern, dieser ersten Tage der Quadragesima, steht so etwas wie die gemeinsame Frage: Was ist das rechte Fasten? Wie machen wir das denn richtig? Gestern Abend eindrucksvoll bei Jesaja oder auch im Wort des Evangeliums, das wir gestern gehört haben. Und wir haben das schon gemerkt, es ist immer gut, bei denen, die eine große Erfahrung mitbringen in der direkten Umsetzung des Evangeliums, von diesen Erfahrungen zu profitieren. Das ist vor allen Dingen die geistliche Tradition des Mönchtums. Wir werden in dieser 40-Tage-Zeit immer wieder darauf zurückkommen. So auch heute, wenn wir diese Schrifttexte mit unserer Hintergrundfrage, was ist die rechte Art des Fastens, verstehen wollen. Etwa mit folgender Begebenheit. Ein Mönch wurde von den Brüdern vor Antonios gelobt. Der nahm ihn vor und stellte ihn auf die Probe, ob er Beleidigung ertragen könne. Als er feststellen musste, dass er sie nicht ertrug, sagte er zu ihm: Du gleichst einem Dorf, das zwar vorne schön geschmückt ist, hinten jedoch von Räubern verwüstet ist. Die Ausbrüche der Väter kannten noch nicht den Ausdruck des Potjemkinschen Dorfes. Schöne Fassade und dahinter nichts. Genau das meint Jesus heute bei dem Festmahl des Levi. Solange wir noch nicht in der Lage sind, uns selber als bedürftig, ja in diesem harten Sinn auch als krank zu erkennen, dass wir diesen einen Arzt brauchen, dass nur er uns helfen kann. Solange wir noch immer irgendwie etwas sozusagen nur in einen Fastenzeitmodus schalten und wir tun jetzt Dinge, die man halt dann zu dieser Zeit so tut. Aber es fehlt uns das grundsätzliche Verständnis unserer selbst, dass wir Heilung brauchen und dass nur er uns Heilung bringen kann, nur Christus, der als der Arzt kommt. Solange fasten wir noch nicht in rechter Weise. Solange sind wir schön fastenzeitlich geschmückte Dörfer auf der Vorderseite, die auf der Rückseite vom Feind verwüstet werden.